Welches Geheimnis birgt der Orden der Lichttempler in dem kleinen Örtchen Montauban-sur-Vidoule? Dieser Frage gehen die drei Ermittler, die Richterin Mathilde Boncourt, Kommandant Rachid Bourradat und Lieutenant Félix Thorin, in dem Buch Die Richterin und der Kreis der Toten nach. Begeben wir uns direkt auf die Burg, in der die Lichttempler residieren und in der sie eine Seniorenresidenz unterhalten. Mit leichtem Druck strich die Ärztin der alten Frau über die schlaffen Lider, schloss ihr die Augen. Geneviève Saint-Maclou ruht unter dem weißen Laken, gerade so als schliefe sie. Ihre Lippen waren bläulich-grau, die Haut fahl. Ein letztes Mal fuhr Dr. Victorine Salagou der Toten sanft über die grauen Haare, ordnete sie, sodass die beiden dünnen geflochtenen Zöpfe das Gesicht einrahmten. Dann nickte sie dem Mann zu, der wie versteinert am Fußende des Bettes der Verstorbenen stand. Sie hat es überstanden, unsere liebe Geneviève. Sie hat nicht lange gelitten. Ihr Geist ist schon davongeflogen. Und schau, wie entspannt und glücklich sie wirkt. Tatsächlich umspielte ein feines Lächeln die Lippen der Toten. Ihre rechte Hand, die sich noch vor Minuten krampfhaft in die Bettdecke gekrallt hatte, lag nun wie erlöst auf ihrem Bauch. Victorine legte die linke daneben und sah auffordernd zu dem Mann, der weiter regungslos vor dem Bett verharrte. Jourdain? Der Mann trat in die Seite der Toten, beugte sich zu ihr, hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn und legte eine weiße Lilie zwischen ihre Hände. Er drehte sich zu der Ärztin um, die ihn umarmte. Eine Gestalt löste sich aus der Zimmerecke rechts vom Bett. In ihrem hellblauen Kleid war sie in dem nur schwach erhellten Raum wie mit der grau getünchten Wand verschmolzen. Unter ihren Augen lagen schwarze Schatten. Jocelyne hatte die alte Dame bis zuletzt betreut und gepflegt. Nun stand sie unschlüssig neben dem Bett der Verstorbenen, die Hände umfassten ihre Oberarme, als wolle sie sich selbst Halt geben. Jocelyne, deine Aufgabe ist beendet. Ich weiß, Jourdain, doch diese Hilflosigkeit, die ich verspüre, wenn jemand von uns gegangen ist, es ist immer dasselbe. Ich bin wie zerrissen. Auf der einen Seite die Trauer, auf der anderen Seite dieses Glücksgefühl, unsere lieben Verstorbenen bald wieder gesundet und erstarkt auf dieser Erde wandeln zu wissen. Und doch... Victorine trat zu der jungen Frau, fasste sie an den Schultern. Jocelyne, du hast getan, was uns möglich war. Du hast kaum geschlafen, kaum gegessen in den letzten Tagen. Ich wäre glücklich, wenn ich in der Klinik mehr Mitarbeiter wie dich hätte. Einfühlsam und aufopferungsvoll. Geneviève war nicht die Erste, die wir gehen lassen mussten, und sie wird auch nicht die Letzte sein. Stumm nahm sie die beiden Frauen in die Arme. Dann löste sich die Ärztin, schob Jocelyne sanft von sich weg. Du kannst nun die anderen hereinrufen. Sie können sich von unserer Freundin verabschieden. Seid nicht traurig. Vielleicht ist Genevieves Seele jetzt schon mitten unter uns. Ich spüre geradezu ihre Anwesenheit. Sie hat es vorgezogen, diese Erde zu verlassen, aber in der Gewissheit, dass wir uns wiedersehen werden. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Ist es uns nicht ein großer Trost? Jocelyne nickte schweigend. Jourdain ging zum Fenster und starrte in die anbrechende Dunkelheit. Der Regen lässt allmählich nach. Es war in den letzten Nächten einfach zu kalt. Wie soll man so genesen? Er wandte sich der Ärztin zu. War es ihr vorbestimmt, an dieser Lungenentzündung zu sterben? Nein, natürlich nicht. Aber Geneviève war ein alter Mensch. Das Immunsystem wird wie alles andere schwächer. Jourdain, sie wusste, sie würde sterben. Und alles ist gut. So, nun ruf die anderen herbei. Jourdain warf noch einmal einen Blick auf die Tote, die nun, so kam es ihm vor, noch entspannter, noch friedlicher dalag. Ja, alles ist gut. Ja, ist wirklich alles gut? Die Frage muss man sich natürlich in einem Kriminalroman stellen. Und es geht weiter. Es war ein Fehler gewesen, seine Gegner so nah an sich herankommen zu lassen, sie zu reizen, sie zu unterschätzen. Der Wind zerrte an den Ästen, an die sich die langen, ovalen, gelbbraunen Blätter klammerten. Die, die zu Boden gefallen waren, bildeten zusammen mit der Nässe des Regens einen gefährlich rutschigen Teppich. Er fuhr langsam, nicht weil er sich der Gefahr bewusst war, die kurvige, enge Straße mit ihrem glitschigen Belag barg. Ein leichter Schwindel hatte ihn erfasst und seine Augen suchten in der Dunkelheit einen Platz, wo er anhalten konnte. Müdigkeit lähmte seine Glieder.
Winzige Sterne leuchteten auf. Nicht am Himmel. Sie blitzten vor seinen Augen, in seinen Augen, bohrten sich in die Netzhaut hinter seinem Kopf. Das pelzige Gefühl im Mund ekelte ihn. Der Wagen schlingerte gefährlich, als er eine Ausbuchtung am Straßenrand ansteuerte. Das Buch lag im Handschuhfach. Er hatte es immer dabei. Bunte Kringel tanzten vor seinen Augen, als er wie blind nach dem seidigen Einband tastete. Nur mühsam brachte er die nächsten Worte und Sätze zusammen. Er griff nach dem wattierten Umschlag auf dem Beifahrersitz. Heute Morgen hatte er ihn achtlos auf den Beifahrersitz geworfen und er steckte das Buch mit dem roten Einband hinein. Der Adressat, dessen Namen er auf das Papier schrieb, war die erste Person, die ihm einfiel und von der er glaubte, ja, hoffte, sie würde den richtigen Schritt unternehmen. Im Handschuhfach war auch das Röhrchen mit den Kautabletten gegen Kopfschmerzen. Sie wirkten direkt. Vielleicht halfen sie ihm dabei, wenigstens für kurze Zeit etwas klarer im Kopf zu werden. Er schüttete eine Tablette in seine Hand, kaute, schluckte, wartete. Nichts. Im Gegenteil. Die bunten Kringel formten sich zu wilden Fantasiegestalten, die vor seinen Augen tanzten und winkten. Geisterhafte kleine Wesen, die ihn anlächelten und im gleichen Moment fratzenhafte Grimassen zogen. Wollte er den Umschlag mit seinem wichtigen Inhalt noch in Sicherheit bringen, musste er wieder losfahren. Im zweiten Gang fuhr er im Schritttempo. Kurve um Kurve verlangten ihm das letzte Quäntchen an Konzentration ab. Da, links, ging es zu einem abgelegenen Gehöft. Direkt an der Straße stand der Briefkasten. Er ließ den Wagen ausrollen, hielt direkt vor dem großen Blechkasten. Als er ausstieg, knickten ihm die Beine weg. Mühsam zog er sich an der Autotür hoch. Die Klappe des Briefkastens war geöffnet. Der Umschlag, in dem das Buch lag, war dick, doch er passte durch den Schlitz, fiel mit einem dumpfen Geräusch hinein. Er konnte nur beten, dass die Hofbesitzer ihn an seinen Adressaten weiterleiteten. Eine tiefe Erleichterung breitete sich in ihm aus. Er gab Gas und die bunten Gestalten wurden zu farbenprächtigen Schmetterlingen. Wie winzige, schillernde, geflügelte Pferdchen spannten sie sich von Zauberhand geführt vor seinen Wagen. Schneller und schneller zogen sie ihn. Nichts konnte ihn mehr aufhalten. Er hob ab und flog und flog und flog. Ja, am nächsten Tag wird die Leiche dieses Mannes in seinem ausgebrannten Autowrack gefunden. Und es stellt sich bald heraus, dass es sich um den Enthüllungsjournalisten Luc May gehandelt hat. Um zu wissen, an was er vielleicht gearbeitet hat, treffen sich die Ermittler dann mit einem Kollegen von ihm, dem Journalisten Boissé. Boissé senkte die Stimme zu einem Flüstern. Gut, lassen wir das so stehen. Anvertraut hat er mir nichts. Wir waren Kollegen, keine Freunde. Der Journalist griff in seine Manteltasche und zog einen zerknitterten Zettel heraus. Es ist mir einfach nur aufgefallen. Wir saßen vor ein paar Wochen bei einem Bier zusammen. Hier, genau wo Sie nun sitzen, Kommandant, saß Mai. Der Priester kam rein, trank einen Kaffee, ging wieder. Mai sah ihm nach mit einem so merkwürdigen Blick und dann murmelte er, Le Père et les Enfants, der Vater und die Kinder. Ja, also Vater als Bezeichnung für den Priester, alles andere macht ja keinen Sinn. Als ich fragte, was er damit sagen will, reagierte er überhaupt nicht. Den Rest müssen Sie sich zusammenreimen. Ich denke, er war hinter einer ganz großen Story her. Ganz aktuell, Missbrauch in der Kirche. Und die Sache war so groß, dass ihn jemand zum Schweigen gebracht hat. Zufrieden grinsend lehnte sich der Journalist zurück, wenn das mal kein Knaller für die beiden Flicks war. Felix ergriff das Wort. Namen hat er keine genannt, eine Person, eine spezielle Kirche? Nein, nichts. Nur das, was ich eben gesagt habe. Und noch ein kleiner Tipp. Ebenfalls ganz gratis. Fragen Sie doch einfach mal bei seiner Schwester nach. Die beiden standen sich sehr nahe. Vielleicht hat er ihr seine Geheimnisse anvertraut. Boissé wollte sich nun endgültig verabschieden. Er dehnte seine langen Glieder und hielt den Polizisten seine Rechte hin. Der Journalist blickte dabei in zwei völlig verblüffte Gesichter. Wie? Sie wussten nicht, dass May eine Schwester hatte? Er setzte sich wieder hin. Die Ermittler finden dann bald heraus, um welchen Priester es sich gehandelt hat
Und Mathilde will den Priester besuchen, um zu erfahren, was der Journalist von ihm eigentlich wollte. Doch zuvor erleben die Mittler noch eine neue Überraschung. Rashid sah auf den Display und erkannte Felix' Namen. Er stellte das Telefon umgehend auf laut. Felix, ich bin mit Madame Le Juge unterwegs. Was gibt's denn für Neuigkeiten? Hast du noch was entdeckt? Die jugendliche Stimme des Lieutenants ertönte aus dem Handy. Ah, bonjour, Madame Le Juge. Salut, Rachid. Ich habe nichts entdeckt. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen. Ich bin wieder in Nîmes. Wir haben eine weitere Leiche. Felix legte eine Kunstpause ein. Rachid schmunzelte. Felix war ein hervorragender Polizist, aber immer noch ein Kindskopf. Mit seinen Redepausen glaubte er, die Spannung seiner Gesprächspartner ins Unermessliche zu steigern. Der Kommandant spielte für den Moment mit. Felix, wir sind schon ganz zappelig vor Spannung. Jetzt schieß schon los. Wir haben eine Leiche in den Jardin de la Fontaine. Ein junger Mann. Seine Identität ist noch nicht geklärt. Der Mann wurde wahrscheinlich erschlagen und dann ins Becken geworfen. Aber wir müssen die Obduktion abwarten. Auf den ersten Blick sieht es nach einem Raubüberfall aus. Er hatte nichts bei sich, keine Tasche, kein Portemonnaie, einfach nichts. Eine neue Kunstpause. Sehr schön, Felix. Und was ist an dieser Leiche nun für uns im Speziellen so interessant? Rachid wusste genau, dass Felix ihn keinen Toten präsentieren würde, der nichts mit dem aktuellen Fall zu tun hatte. Nun, man hat in der linken Gesäßtasche seiner Jeans eine Karte gefunden, genauer gesagt eine Visitenkarte. Die Person, die den Mann tötete, hat offenbar alles mitgenommen, aber diese Karte steckte schon länger in der Hosentasche, ist mindestens einmal mitgewaschen worden. Beim Trocknen der Hose klebte sie dann am Stoff fest. Ich habe das alles eben erst von der Spurensicherung erfahren. Im Moment bin ich noch vor Ort. Die Leiche ist schon bei Regis in der Gerichtsmedizin. Rachid und Mathilde rechneten schon mit einer dritten Pause. Doch da sprudelte es schon aus Felix heraus. Und was mag das wohl für eine Visitenkarte gewesen sein? Winzige Pause? Es war eine Karte unseres toten Journalisten. Eine Karte von Luc May. Mathilde begibt sich jetzt zu dem Priester, wie gesagt, in der Hoffnung, um einiges zu erfahren, an was der tote Journalist vielleicht gearbeitet haben könnte. Mathilde fröstelte. Der Innenraum war kalt. Nicht nur kalt, sondern auch noch feucht. Putz blätterte von der Wand hinter den Kerzen. Wahrscheinlich fehlte zur Unterhaltung der Kirche das notwendige Geld. Martin hat ihr irgendwann erzählt, in Deutschland würden die Kirchen über eine Steuer mitfinanziert. In Frankreich ein Unding. Hier finanzierte sich die Kirche hauptsächlich aus Spenden. Und oft verdienten die Priester weniger als den staatlich garantierten Mindestlohn. Doch die Stille gefiel ihr. Kaum war die dicke Holztür verschlossen, drang kein einziges Geräusch mehr von draußen zu ihnen drin. Der Priester trat nun direkt auf Mathilde zu, begrüßte sie mit einem kräftigen Händedruck. Eine Weile blies er seine Hand in der von Mathilde. Ihnen ist kalt? Wenn Sie wollen, meine Wohnung ist direkt nebenan. Nein, nein, alles in Ordnung. Setzen wir uns, Père Joseph. Der Mann nickte, fasste Mathilde am Ellbogen und geleitete sie zur letzten Stuhlreihe. Beide nahmen Platz. Plötzlich fühlte sich Mathilde wie ein kleines Mädchen. Der Mann schüchterte sie ein. Nicht in dem Sinne, dass er ihr Angst oder Unbehagen bereitet hätte. Nein, eher so, wie sie im Alter von 4 oder 5 Jahren den Besuch des Père Noël mit einer Mischung aus Freude und Bangen erwartet hatte. Sie schüttelte das nostalgische Gefühl ab. Es wich der Professionalität einer Untersuchungsrichterin. Père Joseph, ich komme gerade aus Lyons Bistro. Sie verkehrten dort regelmäßig, wie mir der Wirt sagte. Haben Sie Bistro den Journalisten Luc May kennengelernt? Sie wissen, dass er tot ist? Ja, ich habe es in Midi Libre gelesen. Schlimme Geschichte. Und ja, ich habe ihn gekannt. Vom Sehen im Bistro. Und dann stand er eines Tages vor der Kirchentür, so wie Sie. Ich glaube, er traute sich nicht hinein. Und dann saßen wir hier. Er war verzweifelt, ratlos und sagte, er braucht meine Hilfe. Joseph lächelte. Und was wollte er genau von Ihnen? Nun, er wollte seine Schwester beerdigen. Die junge Frau hatte Selbstmord begangen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist es für manchen Kirchenvertreter immer noch schwierig, sich mit dem Gedanken anzufreunden, einen Selbstmörder in geweihter Erde zu bestatten.
Mai wollte von mir wissen, ob ich dazu bereit wäre. Ich habe keinen Moment gezögert, seiner Bitte nachzukommen. Am Ende unseres Gesprächs allerdings ließ er eine Andeutung fallen, die mich fassungslos gemacht hat. Mathilde hob die Brauen. Welche Andeutung? Luc Mai war der Überzeugung, seine Schwester habe keinen freiwilligen Suizid begangen. Sie sei entweder in den Selbstmord getrieben oder von fremder Hand getötet worden. Puh, Mathilde stieß hörbar die Luft aus. Das war ja ein Ding. Die Suche nach der Schwester hatte noch nicht einmal begonnen und hier erhielt sie die Nachricht, dass sie tot war. Bruder und Schwester nicht mehr am Leben. Mai, so wie es aussah, in den Tod getrieben und seine Schwester durch einen Suizid, an den ihr Bruder nicht geglaubt hatte. Nun, ganz allmählich laufen dann die Fäden der Ermittlungen in dieser Templerburg zusammen, in der der Ordre du Temple de la Lumière residiert und er unterhält dort nicht nur eine Seniorenresidenz, sondern er bietet auch kulturelle Veranstaltungen an. Mathilde und Odile ist die Perle des Schlosses de Boncourt, sie hat auch Mathilde großgezogen, besuchen in dieser Templerburg eine Freundin Odils, Babette, und die erzählt ihnen so ein bisschen von den Gegebenheiten dort, von den Baulichkeiten, wie es dort zugeht. Und Mathilde ist ganz neugierig auf die Kirche. Zu diesem Zeitpunkt hat allerdings Mathilde noch keine Ahnung, dass der Orden sie irgendwann besonders beschäftigen wird in dem Rahmen ihrer Ermittlungen. Die Kirche, sagte Babette, wird eigentlich nur noch geöffnet für Lesungen und Konzerte. Die finden allerdings je nach Größe der Veranstaltung auch im Schafstall statt. Und so alle 2 Wochen ist sie zugänglich für die Teilnehmer an den Erquickungsstunden. Da gehen die hin, die Spaß dran haben. Ich war einmal dabei. Die Lichttempler sind immer da. Für mich ist das nichts. Babette schnaubte geringschätzig durch die Nase. Erquickungsstunden? Ja, so werden sie genannt, Erquickungsstunden. Sie sollen die Zuhörer erquicken, anregen, beflügeln, was weiß ich. Odile schmunzelte. Das Wort habe ich schon lange nicht mehr gehört. So richtig schön altmodisch. In Babette kam die Lehrerin zum Vorschein. Ganz richtig, altmodisch. Es kommt sogar aus dem Mittelalter. Da bedeutete es so viel wie lebendig machen. Und darum geht es auch bei diesen Erquickungsstunden. Die Lichttempler machen ja keinen Hehl aus ihrem Glauben an die Wiedergeburt. Und dafür wird man in diesen Stunden sensibilisiert. Die Seele ist auch immer während der Wanderschaft. Beim Tod verlässt sie einen Körper und kehrt in einem anderen wieder zurück. Alle sitzen also da, hören in sich hinein und erkennen irgendwann, wer sie früher einmal gewesen sind. Oder auch nicht. Und wenn ihm danach ist, erscheint der Lichtbringer, legt dir die Hand auf den Kopf, dein Geist strömt in ihn hinein und er sagt dir dann, wer du früher warst. Babette kicherte. Ich habe nicht an diesen Humbug einer Wiederkehr geglaubt. Weg ist weg. Daher bin ich den Erquickungsstunden ferngeblieben. Wie gesagt, ist ja auch freiwillig. Ich habe also auch noch nie diesen Lichtbringer live erlebt. Das muss ganz großes Kino sein. Genevieve zum Beispiel, sie ging jede Woche hin. Hat mir alles haarklein berichtet. Und irgendwann hat sie selbst gespürt, dass sie die Reinkarnation der Maria Stuart ist. Und der Lichtbringer hat es ihr bestätigt. Nun sind beide tot. Maria und Genevieve. Aber wenn sie recht behält, kehrt sie ja wieder. Oder ist schon da. Als wer oder was man wiederkehrt, weiß man natürlich nicht im Voraus. Ganz ehrlich, ich habe überhaupt gar keine Lust, wieder auf der Erde herumzuwandern. Aber ich glaube zumindest, es hat das Sterben von Genevieve erleichtert. Die Gewissheit der Wiederkehr. Naja, wer es glauben will. Doch, mir wird allmählich kalt, wechselte die alte Frau plötzlich das Thema. Und wer ist dieser Lichtbringer? Fragte Odile. Pff, keine Ahnung, ich habe ihn ja nie gesehen. Und daraus hat Genevieve immer ein großes Geheimnis gemacht. Nun, ganz allmählich regt sich bei den Ermittlern der Verdacht, dass es in dieser Templerburg nicht mit rechten Dingen zugeht. Und es wird auch die Identität des Toten, der im Wasserbecken gefunden wurde, geklärt. Und zwar war es Christian Flaubert, ein Student, der für den Orden gearbeitet hat. Christian war befreundet mit Coco Mollard. Coco Mollard ist Dorfpolizistin in Montauban-sur-Vidoule und sie macht sich auf eigene Faust auf die Suche nach demjenigen, der ihren Freund Christian ermordet hat.
Dazu sucht sie die Templerburg auf, in der in der Seniorenresidenz die Cousine ihres Vaters, Katharinen, lebt. Sie musste unbedingt Lieutenant Thomas informieren, was sie eben Unglaubliches von Katharine erfahren hatte. Coco drehte sich um. Katharine stand mit einem zum Abschiedsgruß erhobener Hand am Fenster. Sie winkte zurück, zog ihr Fahrrad aus dem Oleanderbusch, schob es nach draußen und radelte die ersten Meter los. Allerdings, wenn sie schon einmal hier war, sollte sie da nicht doch noch versuchen, einen Zutritt sich zur Kirche zu verschaffen? Einen Blick auf die Bühne werfen, auf der der Lichtbringer und Konsorten ihren Unwesen trieben? Jedoch sollte sie dabei so unauffällig wie möglich bleiben. Coco schaute sich um. Rechts der Konturei führte ein Weg in den angrenzenden Wald. Sie verstaut ihr Rad hinter den Baumstämmen und kehrte die 200 Meter zu Fuß zur Burg zurück. Vorsichtig spähte sie in den Hof. Keine Menschenseele zu sehen. Coco stieg zur Mauer, die den alten Friedhof umgab. Die Kirche aus grobem Bruchstein lag verschlafen in der Abenddämmerung. Sie ließ das Hauptportal links liegen. Es war ganz sicher verschlossen. Doch es gab eine weitere Tür. Dieser kaum mannshohe, schmale Eingang führte in den hinteren Bereich der Kirche, unter dem die Krypta lag. Coco drückte die Klinke herunter. Nichts. Das war zu erwarten gewesen. Doch jede Tür besaß ein Schloss, das Coco würde knacken können. Im Lauf ihrer Ausbildung war sie auch mit den Einbruchswerkzeugen eines Diebes vertraut gemacht worden. Und der Dietrich war immer noch Standardutensil und vielleicht durch eine stabile Haarklammer zu ersetzen. Sie fummelte in ihrer Tasche. Irgendwo mussten die Dinger doch sein, sie hatte immer Haarklammern dabei. »Coralie, kann ich Ihnen helfen?« Coco fuhr erschrocken herum. Sie hatte die Schritte, die sich ihr von der Kirche, der Rückseite der Kirche genähert hatten, nicht gehört. Gerade noch mal Glück gehabt. Wenn sie jetzt mit der Klammer im Schloss herumgefuhrwerkt hätte, wie peinlich, eine Gesetzeshüterin beim Einbruchsversuch. »Nein, danke, oder ja, Katharine«, Coco nickt in Richtung Speicher, »hat mir so von der alten Templerkirche vorgeschwärmt. Man kann wohl keinen Blick hineinwerfen?« »Eigentlich nicht, aber Sie haben sie doch sicherlich schon einmal von innen gesehen, während eines Konzerts oder einer Lesung.« »Ah ja, natürlich, aber Katharine meinte, es wäre ein ganz besonderes spirituelles Erlebnis, sie einmal ohne Besucher genießen zu können.« »Na, wenn das so ist, dann möchte ich Ihrer spirituellen Erfahrung nicht im Wege stehen.« »Sie haben einen Schlüssel dabei?« Schon drehte sich der schwere Schlüssel im Schloss. Es war gut geölt, kein Quietschen, kein Kratzen. »So, bitte sehr, schauen Sie sich nur um, lassen Sie es auf sich wirken.« Coco betrat mit einer gewissen Ehrfurcht das ehemalige Gotteshaus. Enttäuschung machte sich augenblicklich breit. Hier war nichts, rein gar nichts. Sie durchschritt den Raum, warf einen Blick auf die Decke, berührte mit den Fingern eine Säule. Dann verharrte sie regungslos mit geschlossenen Augen. Schließlich musste sie spirituelle Ergriffenheit zeigen. »Und die Krypta, darf ich sie mir auch anschauen?« »Die Krypta? Das ist nur ein dunkler, kalter Ort. Dort lagen zum Teil die Gebeine der hier verstorbenen Tempelritter. Keine Ahnung, wann zuletzt jemand da unten war. Aber wenn Sie unbedingt wollen. Hier unter der Falltür ist der Zugang. Wir ziehen am besten zu zweit. Sie ist, glaube ich, ganz schön schwer.« Coco war die in den Boden eingelassene Tür bisher nicht aufgefallen. Ein ovaler Metallring war an ihr angebracht. Nun zogen beide links und rechts der Falltür. Merkwürdig, Coco hatte einen dumpfen, modrigen Geruch erwartet, doch die Luft, die ihr entgegenschlug, war frisch und sauber, so als ob die Krypta öfter gelüftet wurde. Erstaunlich frisch die Luft da unten. Ja, tatsächlich, jetzt muss ich's sagen, aber dunkel ist es. Coco bückte sich zu der Steintreppe, die nach unten führte, und spähte hinunter. Ein harter Schlag auf den Kopf ließ sie fast augenblicklich ohnmächtig werden. Sie spürte nichts, als ihr Körper die Stufen hinunterstürzte und sie mit einem dumpfen Aufprall auf dem kalten, harten Boden aufschlug. Nun, und wenn Sie jetzt wissen wollen, ob Coco diesen Sturz überlebt hat und überhaupt, was das Geheimnis dieses Templerordens ist, dann müssen Sie die Richterin Der Kreis der Toten bis zum Ende lesen. Vielen Dank.